Herzlich willkommen zur Adventsandacht am 4. Advent. Ich bin Achia Zorn, Pfarrer aus Mülheim an der Ruhr. Das Christentum beginnt mit einem erstaunlichen Satz. Die Engel rufen den Hirten zu in ihrer Nachtschicht: Siehe, ich verkündige euch große Freude. Doch da kommen sofort die Faktenchecker und rufen laut: Fake News! Immer noch weinen Kinder. Immer noch gibt es Krankheit, immer noch gibt es Kriege, immer noch gibt es Armut, immer noch gibt es Umweltzerstörung. Nichts von großer Freude weit und breit, das mit dem christlichen Glauben, das ist ein Irrglaube. Die Engel müssten eigentlich rufen: Siehe, ich verkündige euch eine große Enttäuschung. Darum lasst uns Weihnachten ohne Jesus feiern. Ja, mit einem Haufen von Geschenken, mit lecker Essen, die Lieben kommen zu Besuch, aber ohne diesen ganzen religiösen Nebel. Lass uns ein paar schöne Tage machen, ohne dieses gescheiterte Christusgerede. Daneben gibt es eine zweite Deutung dieser Zusage: Siehe, ich verkündige euch große Freude. Die lautet dann etwa so: Doch, das stimmt mit Jesus und der großen Freude, aber die ist uns nur als Saat gegeben, als kleine, winzige Saat gegeben. Und jetzt liegt es an uns, daraus etwas zu machen, die zu hegen und zu pflegen, dass wir dann irgendwann einmal etwas ernten können. So wird dann aus Weihnachten ein großes Zukunftsprojekt, ein großes Arbeits- und Leistungsprojekt, dass wir dann also die Ärmel hochkrempeln müssen, denn Jesus hat keine anderen Arme und Beine als unsere, und dass wir das dann verwirklichen, den Frieden, die Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. Dabei verbinden sich Christen und Kirchen dann gerne auch mit großen Ideologien, die eben solche Pläne haben, zum Beispiel mit dem Sozialismus, der ja auch so ein Freudenprojekt verwirklichen will, mit der klassenlosen und gerechten Gesellschaft. Oder man verbindet sich mit der grünen Ideologie, die auch ein großes Freudenprojekt ganz weit in der Zukunft sieht, nämlich das Gleichgewicht mit der Natur, dass der Mensch im totalen Gleichgewicht mit der Natur lebt. Also die große Freude als Saatgut, die jetzt mit viel Anstrengung verwirklicht werden muss. Grüne Nachhaltigkeit, rote Umverteilung, um so dann mitten in die Weihnachtsfreude hineinzukommen. Lassen Sie mich noch zu einer dritten und letzten Deutung des Freudenrufs kommen. Da sagen Christen: Ja, es gibt diese große Freude, sogar schon hier und jetzt, obwohl in unserem Leben und in dieser Welt es weiterhin Krankheit, Not und Schuld gibt. Schon jetzt gibt es diese große Freude, weil uns in Jesus Christus die große Freude geschenkt ist. Ein Gott, der uns liebevoll, menschlich anschaut und uns sein Herz schenkt. Ein Frieden, den die Welt nicht geben kann. Ein Frieden, der in der Geborgenheit Gottes wurzelt. Eine Versöhnung mit der eigenen Gebrochenheit und mit den Ecken und Kanten unserer Mitmenschen. Eine Liebe aus unversiegbaren Quellen. Eine Hoffnung, die sogar noch über den Tod hinausgeht. Alles das wird uns in Jesus geschenkt, schon jetzt, in diesem kleinen Kind in der Krippe. Und deshalb ist die große Freude berechtigt, selbst wenn Christen und Kirchen, Menschen und Politik hinter dieser Erlösung immer weit zurückbleiben. Mit Weihnachten gibt es erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Ich wünsche Ihnen gesegnete Feiertage mit hoffentlich nicht zu viel Stress, sondern immer auch mal mit einem Innehalten und so, dass Sie sich dann auch diese Frage stellen können: Was bedeutet das für Sie? Siehe, ich verkündige euch große Freude, die aller Welt widerfahren soll, denn euch ist heute der Heiland geboren, der Christus, der Gesalbte Gottes, der Herr.